Die Online-Petition zum BGE wurde bis dato im Bundestag nicht angehört, obwohl über 50.000 Menschen sie unterzeichnet haben. Es heißt, dafür ist jetzt keine Zeit vor der Wahl. Dazu ist keine Zeit vor der Wahl? Ja, die Wahl! Jetzt gibt es einen Plan B. Einen Passbild-Prinzessin-Plan B. Und du kannst dabei helfen. Am 27. September ist Wahl. Wie wäre es, Menschen in den Bundestag zu bringen, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen? Susanne Wies zum Beispiel ist 42 Jahre alt, kommt aus München und ist Direktkandidatin für den Wahlkreis 16. Nach dem Abitur hat sie 12 Jahre in einer Wagenburg gelebt. Und Susanne Wiest ist nicht nur Mutter, sondern arbeitet auch als Tagesmutter. Viele kennen Susanne wegen der Online-Petition, die sie eingereicht hat für das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, das beantwortet die Frage der Arbeitslosigkeit und auch hier ganz speziell der Landflucht, so kann man das nennen. Also viele Leute verlassen hier diese wunderschöne Gegend, weil es einfach nicht genug Arbeit gibt, weil sie kein Einkommen haben hier. Und da kann man natürlich auch nicht bleiben. Also viele gehen und das ist schlimm für die Familien, die werden auseinandergerissen. Das finde ich nicht gut. Eigentlich ist hier alles, was man zum Leben braucht. Was fehlt, ist das Geld. Und mit dem Grundeinkommen würde sich das, glaube ich, ändern. Also Grundeinkommen ist für mich hier eine Idee, um hier bleiben zu können, in unserer Gegend hier. Grundeinkommen ist eine gemeinschaftliche Sache, weil wir zahlen das ja alle. Für uns alle. Also das Grundeinkommen ist nicht mehr so, wie es bislang war, dass Leute, die einen Arbeitsplatz haben, Einkommensteuer zahlen und damit die anderen, die keinen Arbeitsplatz haben, unterstützen, sondern die Idee, wie ich mir das vorstelle mit dem Grundeinkommen, ist, dass wir das über eine Konsumsteuer finanzieren. Die zahlt jeder, also auch der, der nur von dem Grundeinkommen leben möchte, zahlt, wenn er konsumiert, die Steuer. Das ist einfach, klar und transparent. Ja, hat es mich immer mehr gekribbelt und ich habe gedacht, Mensch, wir können doch was machen, die Bürger sind doch wir. Wir sind der Staat, was haben wir hier für Möglichkeiten? Und da bin ich auf die Idee gekommen, mich als parteilose, parteifreie, unabhängige Direktkandidatin zu bewerben mit dem Schwerpunktthema Grundeinkommen, Demokratie von unten, direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung. Wie läuft meine Wahlbewerbung? Also die erste Vorgabe war, mein kleinerer Sohn, der Joshua, hat gesagt, also Mama, ich möchte auf keinen Fall, dass dein Kopf an so Laternenmasten baumelt, wie die ganzen anderen alle. Und das habe ich ihm versprochen. Also so Köpfe an Laterne von mir wird es nicht geben. Also das Kurzfristigste ist jetzt nachher Kaffee kochen, wenn die anderen Menschen vielleicht um 16 Uhr kommen. Heute ist ja Sonntagstreffen. Das Grundeinkommen, kurzfristige Ziel, wie es sich auch hier gerade ergeben hat. Wir sitzen auf dem Schiff, die Menschen kannten mich vorher nicht und ich sie nicht. Wir haben uns jetzt auch schon über das Grundeinkommen kurz unterhalten, weil sie ja so nett waren, uns hier filmen zu lassen. Und also das ist ein kurzfristiges Ziel, mit möglichst vielen Menschen über das Grundeinkommen zu sprechen, dass überhaupt die Idee hier einmal rundläuft in unserer Gegend. Ja, das langfristige Ziel ist tatsächlich, in den Bundestag zu kommen, das Thema Grundeinkommen voranzubringen, aber eben auch hier eine andere Form von Demokratie zu machen, sage ich jetzt mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, also eine andere Form zu machen, nämlich so, dass ich mich so als Abgesandte hier des Wahlkreises verstehe, dass ich zum Beispiel im Internet oder auch auf Versammlungen frage, wenn über irgendwas abgestimmt werden soll, wie wollt ihr das denn hier? Wir diskutieren das, wir sprechen drüber und mit dem Ergebnis gehe ich dann im Bundestag und stimme entsprechend ab. Also so finde ich, ist ein Abgeordneter, man geht für die Leute hin und gibt dort ihre Meinung wieder. So möchte ich das gerne machen. So finde ich, sollte Demokratie sein. Ja, ich freue mich über Unterstützung, ne? Weil das ist ja alles so eine selbstgestrickte Sache, diese Kandidatur. Auf meiner Webseite ist eine Kommentarfunktion, da kann man ganz leicht mit mir Kontakt aufnehmen oder über meine E-Mail-Adresse, die dort steht, und einfach das mit einbringen, was man selber kann. Mal sehen, es wird immer nur so groß, wie es werden kann. Also jeder bringt so sein eigenes Element mit hinzu, wie jetzt auch Alice hier ihre Interviewserie, die ich sehr schön finde. Und so wächst es. Es wächst nur dadurch, dass wir was machen. Und wenn wir es nicht machen, gibt es halt nicht. Susanne hat eine Webpage, wo du sie kontaktieren kannst oder auf Facebook. Oder du kannst sie jeden Sonntag um 16 Uhr in ihrem Garten treffen. Überleg einfach, was du am besten kannst. Vielleicht sucht sie genau danach. Außerdem ist sie bei dem Start der Krönungstour durch Deutschland dabei am 5. September in Greifswald.
Noch ist nicht genügend Platz im Bundestag für alle Menschen. Noch können wir nicht alle in den Bundestag und leben in einer, naja, nicht gerade direkten Demokratie, in der nicht das Volk entscheidet, sondern ein paar gewählte Menschen. Get connected, get inspired, get informed, get up and wake up. Damit sich das ändert, werde aktiv. Such nach den Menschen, die deine Interessen vertreten. Lerne sie kennen, verbünde dich mit ihnen, vertraue ihnen und feuer deinen Favoriten in den Bundestag.